Recht herzlich willkommen zur 190. Folge von Towns. Ja, wir sind jetzt hier unterwegs, mit Steinbauer. Achso, laufen lassen müssen wir noch. Da läuft auch schon einer, der den da oben noch hinbringt. Geht auf jeden Fall die Mauer schon mal hoch. Und die Mauer wieder runter. Ist die Frage, wo kann man da jetzt testen? Mit denen, ne? Oh, warum sind denn hier welche ohne Klamotten? Ach, das sind Helden. Okay, alles klar. Ich brauche Soldaten. Das war's. Gut. Patrol Group brauche ich jetzt. Guard Group. Patrol Group. Das ist die Patrol Group. Convert zu Civilian, ne? Jetzt muss ich nur... Ach so, hier muss ich add Patrol Point, Troop Silvestor und add Patrol Point, Troop Silvestor. Dann wollen wir mal gucken, ob die da irgendwo lang gehen. Ist da schon einer vom Silvestor? Ne, ne, oder? Doch. Doch, ist er. Der kann da irgendwo lang gehen. Das ist ja wirklich richtig schön, dass wir das entdeckt haben. Dann können wir gleich wieder was bauen. Da ist das, okay. Achso, dann müssen wir ja hier hin. Ne, falsch. Nicht wieder den Fehler von letztem Mal. Zuck, zuck. Habe ich den jetzt ausgewählt gehabt? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt aber. So, da kommt auf jeden Fall noch einer hin. Gucken, dass sie den bauen. Die Südwesttruppe ist unterwegs. Wo müssen die denn lang gehen, damit die da durch können? Das ist die Frage, ne? Ja, die müssen dann irgendwo ganz außen rum gehen. Ich weiß nicht, ob sie hier durchkommen. Ah, hier oben geht's lang auf jeden Fall, okay. Schon einer einen Stein gebaut? Ah, da kommt er. Okay. So, das wäre dann noch zu interessant zu wissen. Schön wäre, wenn jetzt auch einer auf der anderen Seite wäre. Weil jetzt sehe ich nämlich nicht, wo der lang geht. Aber er kommt ja schon, ne? Okay, der geht da hoch. Und geht da lang. Alles klar, dann muss da auch noch ein Stein hin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, und da geht's auch noch. Okay, beobachten wir weiter. Irgendwann geht's da nicht mehr. Also da kann er runter und da kann er rauf, oder wie? Zwei ja sogar. Naja, es sind auch zwei Soldaten, die das machen sollen, ne? Gut, da kommt der erste Stein. Der läuft da hoch. Und der setzt es oben hin. Okay. Nee, ich wollte gerade sagen, das Spiel ist in Pause, ist es nicht. Also da oben geht's wohl nicht mehr. Na, obwohl, weiß man nicht, er ging ja da runter und nicht rauf, ne? Müssen wir mal gucken. Ah, da kommt schon der zweite Stein und wir testen gerade nochmal. Er geht aber nur noch da unten rüber. So, und jetzt hat er ein Problem wahrscheinlich. Was war denn das für ein Symbol jetzt hier? Okay. Immer noch. Was hat der für ein Problem jetzt hier? Okay, geht jetzt da runter. Gucken wir, wann der nächste kommt hier. Ein Stein, da ist er schon. Und das ist da. Und ich glaube, dass das dann funktioniert.
So, jetzt wollen wir mal gucken, ob die Wache da noch rüber geht oder ob sie sich einen anderen Weg sucht. Okay, wo war das jetzt? Hier? Ich glaube da, oder? Und da auch. Also da ist er runter und da ist er auf. Ey, das ist doch so hoch, das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ja, da ist er hoch. Oder da runter und jetzt hier wieder hoch wahrscheinlich. Ja, sieht so aus. Jetzt ist... Nee, das ist der Patrol Point. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist das Spiel in Pause, ist es aber nicht. Jetzt zeige ich doch mal die zwei Steine, damit wir sehen, dass das da nicht mehr klappt, ey. Und da kommt der erste Stein von den beiden. Bin ich gespannt, wann wir das mal geschafft haben, dass da keiner mehr runtergehen kann, ne? Ist schon eigenartig. Da kommen sogar beide Steine. Zuck. Der eine, der andere. So, der läuft da unten schon weg. Und der läuft auch nach da oben weg. Das bedeutet, hier geht's nicht mehr. Gucken, wo er reinkommt. Ich sehe ihn nicht. Ah, da oben läuft er. Er geht da lang. Und was sagt die Wegfindung? Hier geht's rüber, ne? Na, da geht's rüber. Dann wissen wir definitiv... Oh, guck mal, jetzt muss der da... Ach so, bis zu der Leiter, okay. Okay, jetzt mal die nächste Lücke haben wir hier. Mal gucken, ob da noch... Ah, warte mal. Der geht jetzt noch zu dem Patrol Point hier, oder? Oder... Wir müssen gucken, wenn einer von hier ist, wo der lang geht dann. In der Hoffnung, dass es klappt. So, wo geht er jetzt hin? Ich glaube, das war nicht Patrol Point. Der geht jetzt woanders hin. Jetzt sehe ich hier noch den Scaffold. Ich baue da mal gerade noch einen nebenbei hin. Ah, da oben steht jetzt einer. Da gehen noch zwei hin oder so. Gucken wir, wo der wieder rumgeht. Okay. Ja. Hier steht einer auf der Mauer. Das ist der, der den Stein eingebracht hat. Kann das sein? So, da kommt wieder einer. Und er sagt uns, er kann wo drauf? Nirgendwo. Der hat noch die alte Stelle gesucht. Oder besucht und da läuft schon einer. Okay, bis hierhin funktioniert's. Jetzt können wir aber auch weiter gucken, wo der jetzt lang geht. Das funktioniert ja ganz cool. Die Mauer ist zu, aber hier muss sie irgendwo auf sein, oder? Ah nee, der könnte durchs Tor gehen. Könnte passend sein, ja? Ist sogar so. Das bedeutet, von dort nach dort ist alles gut. So, dann würde ich sagen, ist dieser Punkt... Remove Patrol Point. Und jetzt probieren wir hier noch einen hinzumachen. Für die Truppe. Entweder wir gehen jetzt ganz runter oder wir entdecken eine neue Stelle, wo es nicht mehr lang geht. Mal schauen. Die gehen da lang. Ist die Frage, wo lang? Ich glaube, wir kontrollieren das besser an diesem Punkt. Ah, die müssen, wenn sie dahin wollen, da oben lang gehen, okay. Und da müssen sie von da oben rumgehen. Ah, ich glaube, die Mauer steht da unten auch. Weil der geht da rum. Da ist auch noch einer. Da kommt einer. Ja, da ist er. Gut. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass das dann passt, wenn der jetzt hier lang geht. So, er ist da und geht, denke ich, wieder zurück, oder? Ja. Yep. Das heißt, wir brauchen hier nichts mehr testen. Remove.
ist weg. Und der ist auch im Weg zurück. Gut, dann haben wir den getestet. Dann können wir diesen hier unten auch wegmachen, weil den brauchen wir dann auch nicht. Und können dann weitere Tests hier oben machen. Ich mache das mal dahin. Petrol Point. Aber hier kennen wir ja eigentlich schon, weil die gehen ja hier durch das Tor, sonst würden sie ja hier durchgehen. Hatten wir auch schon getestet, ne? Gut. Will ich jetzt aber gerade noch mal wissen. Kommt aber keiner mehr. Soldaten sind gestorben. Wer ist das? Wo läuft der hin? Den Punkt habe ich doch weggemacht, oder? Oh, da oben ist noch einer. Keine Ahnung, warum der da jetzt war. Aber jetzt ist er weg. So, hier. Aber jetzt läuft tatsächlich da oben noch einer hin. Naja, da wissen wir auf jeden Fall, dass es passt. Dann kommt ein Händler rein, dann können wir aber weiterlaufen dann erst. Dann gucken wir mal die zwei Punkte an. Na komm schon. Da kommt einer. Der geht aber woanders hin. So, er ist da. Ja, könnte ja auch hochgehen, wenn da irgendwo runter geht von dieser Seite. Er geht aber ganz woanders hin. Also das haben wir gerade nicht testen können. Er hatte wohl Lust, nach Hause zu gehen. So, einer ist da oben angekommen. Und jetzt bitte einmal hier rüber gehen und das passt ja dann auch, ne? Ah, jetzt ist der Händler wahrscheinlich da. Raw Food Barrel. Gucken wir erstmal, was wir entbehren können. Und so wie es aussieht, können wir ja eigentlich nichts entbehren. Gut, was können wir denn dafür kaufen? Raw Pork. Da müssen wir jetzt schon drauflegen für zweimal Fleisch. Aber das können wir auf jeden Fall machen. Nee, obwohl Mehl, nee, Mehl lassen wir hier. Ja, lassen wir so. Das ist auf jeden Fall alles genommen. Eier. So, Rohrzucker, Zucker, Fisch. Milch. Das nehmen wir auch noch mit. Das war Mehl, naja. Wir nehmen mal erstmal das alles, was wir haben wollen. Radieschen brauche ich nicht. Banane, obwohl Bananen haben wir eigentlich auch, ne? Bieren brauchen wir nicht. Pilze haben wir. Ich nehme das mal einfach jetzt erstmal raus, was ich haben will. Ja. Snow. Omelette. Hähnchenfleisch, Fleisch, nochmal Fleisch und Fisch. Kochter Fisch. Was hatten wir hier noch? Jungle Salad. Okay, den nehmen wir noch mit. So, 8.319 müsste ich bezahlen. Oh, wir haben sogar relativ viel, ne? Das checken wir mal gerade. Habe ich Radieschen noch dazu genommen gehabt? Nein, ne, das habe ich doch hier gelassen, Radieschen, ne, oder? Jo. Jetzt müssen wir noch 7.000 bezahlen. Jetzt müsste man checken, was man braucht und was man nicht braucht. Bananen haben wir eigentlich. Snow Sherries, ja.
Kaktus haben wir ja auch selber. Gehen wir von unten los hier. Salat, Fisch, gekochtes Fleisch, das Hähnchen. Kaktussoup könnte man rein theoretisch selber machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen. Den Kuchen hier produzieren wir selber. Banana Pie, was haben wir denn hier? Pear Pie. Könnte sein, dass wir den auch selber machen. Dann nehmen wir den nicht mit. So, das ist alles und ich mache auch den Handel. Auch wenn es gerade viel Geld kostet, aber die Lebensmittel sind ja ganz interessant, ne, oder? So, weiterlaufen lassen und gucken, dass er da endlich losläuft. Macht er auch. Oh, er hat dann Weg tatsächlich hochgefunden, ne? Das ist ja interessant, ne? War das jetzt hier oder da? Weiß ich gar nicht. Tipp, das war die falsche Taste, nicht die Shift-Taste. Ah, da ist schon der nächste. Ah, der findet auch den Weg da hoch. Dann ist es ja interessant, dass die da hochgehen und gehen aber hier lang, dahin, ne? Sehr lustig. Naja. Jetzt brauchen wir zwei Steine, ne? Da kommt der erste schon. Er wird draufgesetzt und dann ist Sabbat mit da oben. Ne, passt noch. Also könnte sein, dass er da nicht mehr hochgehen kann, aber er hat die andere Stelle genommen. Können wir da jetzt schlecht testen. Da kommt noch einer. Bringt den zweiten Stein, der dann da auch verbaut ist. Gut. Okay, da läuft einer rum. Zum Petrol Point, ja, genau. Und jetzt gucken wir, ob er irgendwo hoch kann. Ich habe jetzt fast die Vermutung hier. Und das war's, glaube ich, auch, ne? War nicht so dolle. Durch das Tor gehen sie immer zum Punkt hin. Und über die Mauer zurück. Sehr interessant. Jetzt müssen wir nur die Steine fertig kriegen, ne? Wild Badger. So, da mal bitte einen Stein hinbringen. Wenn wir das checken können. Da kommt er auch schon. Und dann wissen wir auch, ob dieses Mauerstück sicher ist. Oder wir wissen es nicht, ne? Da unten läuft einer schon zum Checkpoint. Oder auch zwei. Ich glaube, jetzt geht das aber, weil... Ja, das passt. Das bedeutet, dieser Checkpoint kann weg. Und jetzt müssten wir mal hier gerade checken. Und add Petrol Point dahin. Der kommt auch weg. Nicht getroffen, ne? So, jetzt. So, die laufen alle noch falsch. Oder habe ich den nicht weggemacht? Doch, ne? Ja, habe ich, aber die sehen den nicht mehr. So, einer ging da schon hin, aber nicht zurück, ne? So, dann mal gucken, ob wir hier noch den hinmachen. So, der ist weg, der Punkt da hin. Falls es über der Mauer geht, dann jetzt bitte.
Jetzt läuft er schon zurück. Ja, hier sieht die Mauer auch sehr interessant aus. Okay, wir haben neue Leute bekommen. Das bedeutet, die beiden sollten sich erstmal bekleiden. Und jetzt hätte ich gerne noch schnell zwei Wachen, die hier gerade mal den Weg testen. Kommt keiner. Da unten ist einer. Der geht erst nach außen. Das bedeutet, es gibt da wohl keinen Weg lang. Und die laufen auch wieder nach außen weg. Das heißt, remove Truppenpoint und add Truppenpoint. Da läuft einer raus, aber der wird wahrscheinlich diesen Punkt noch anlaufen, weil er ihn noch registriert hat. Kann sein, ja. So, der läuft zu dem Punkt und jetzt mal gucken, wo er hinläuft. Wenn er jetzt da lang läuft, um dann außenrum zu gehen, dann ist diese Mauer safe. Das sieht so aus. Also von innen auf jeden Fall, ne? Von außen ist die nächste Frage. So, und jetzt zurück zum anderen Punkt am besten. Okay, der geht nach unten weg. Und der geht auch nach unten weg. Alle gehen nach unten weg, das ist schlecht. Wo ist denn der Eingang? Ach, da war eine Tür, ne? Genau, alles klar. Ja, da oben ist noch einer. Aber hier hatten wir hier schon einen Check gemacht, weiß ich gar nicht mehr. So, wäre schön, wenn der jetzt zurückläuft noch, ne? Nee, zu weit weg oder was? Wahrscheinlich zu müde oder sowas gewesen, dass er jetzt schlafen geht, ne? Mhm. Jetzt ist keiner mehr da, der das macht. Da kommt da einer. Noch einer. Blöderweise gehen die jetzt nicht zum zweiten Checkpoint. Der ja. Läuft außenrum, passt. Der kommt. Und dann laufen die gleich da unten weg, wetten. Und das ist voll doof. Einer bitte zurücklaufen, das würde mir schon reichen. Ja, die sind zu lange unterwegs, aber was sicher ist, dass diese Mauer hier geschützt ist. Also die passt. Weil der läuft ja jetzt durch die Tür rein, ne? Dann haben wir das Stück schon getestet. Hier sollte auch getestet sein. Da ist er rein. Und er geht dahin. Der geht jetzt mitten drinnen zurück. Ja, sonst müssen wir da unten einmal die Mauer zumachen. Aber ich gehe von aus, dass das hier passt. So, da kommt noch einer, aber weiß auch nicht, wie lange der schon wieder unterwegs ist, ne? Zwei kommen. Der eine läuft jetzt da lang. Draußen geht ein Held spazieren. Keine Ahnung, wo er lang geht.
weiß nicht, was der Held macht. So schön wäre es, wenn er jetzt zurückläuft. Einer bitte einmal. Nee, die sind einfach irgendwo zu lange unterwegs dafür, um das zu testen. Geht der jetzt von dem Patrol Point zurück, oder? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ist der jetzt zurückgegangen, weil der geht auf jeden Fall da oben lang. Und wenn er durchs Tor geht, dann hat er keinen anderen Weg gefunden. Das ist wichtig. Der war ja beim Checkpoint unten und hat keinen Weg gefunden. Geil, passt. Checkpoint weg, alles ist gut. Und dieser auch. Läuft. Gut, ist das geklärt. Mauer ist fertig. Wir haben unten eine Tür, wo sie rein können, und oben ein Tor. Da müssen wir in der nächsten Folge überlegen, was wir hier insgesamt machen mit. Keine Ahnung, ob wir hier Wachdienst machen und da unten das zumachen sogar. Müssen wir mal schauen. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.